Auf der San Diego Comic-Con gab es super viele neue Infos zu Dead City Staffel 2 und zu Daryl Dixon Staffel 2. Aber gerade Dead City hat mit einer Sache für ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt und das kam auch gar nicht zu San Diego Comic-Con, sondern erst kurze Zeit danach. Denn ja, der Traum mancher The Walking Dead Fans wird anscheinend wahr, und zwar ist dieser Clip hier erschienen und der zeigt uns, ja, Maggie und Negan werden wirklich ein Paar? Was es alles zu bedeuten hat und was es wirklich mit diesem Clip auf sich hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer Folge von Couch Time. Ja, bevor jetzt irgendwelche Internet-Rambos hier in die Kommentare tackern, dass dieser Clip doch fake ist, ja, er ist fake. Es ist AI, aber nichtsdestotrotz hat dieser Clip im Internet für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Denn trotz, dass dieser Clip fake ist und auch dass die Theorie von wegen Maggie und Negan werden ein paar ziemlich viel komische Leute hervorgebracht hat, ist die Fanbase, die Maggie und Negan am Shippen ist, doch ziemlich stark und ziemlich groß. Und anlässlich dieses Clips, der hier veröffentlicht wurde, dachte ich mir, setze ich mich doch mal hin und nenne mal meine Meinung zu dieser ganzen Maggie und Negan-Thematik, also diesem ganzen Geschippe von wegen, sie kommen zusammen und verlieben sich, gebe ich doch einfach mal meinen Senf dazu. Bevor es jetzt mit dem Video losgeht, direkt will ich erwähnen, dass zu Dead City Staffel 2, den Trailern und den ganzen Infos, die es auf der San Diego Comic-Con gibt und auch Daryl Dixon, wird noch ein Video kommen, das wird wahrscheinlich nächste Woche kommen. Da gehe ich dann mal ein bisschen auf die Trailer und Teaser ein und auch auf meine Meinung zu dem, was kommen wird und was dann das alles mit sich bringen wird, aber das in einem extra Video. Ja, dieses Video soll auch gar nicht so lang werden, aber grundlegend, diesen Clip bzw. diesen Ausschnitt oder diese ganze Thematik habe ich das erste Mal vor kurzem jetzt bei einem YouTube-Kollegen von mir gefunden, beim guten Andi. Ganz sein Social Media, TikTok und alles Mögliche ist verlinkt. Das ist übrigens auch der Dude, der mit dabei ist bei dem Podcast, den wir zusammen alle gestartet haben. Ja, This is Peak ist auch an der Stelle hier mal verlinkt. Ne? Unser Podcast kommt jeden Freitag um 18 Uhr. Mal noch ist es mit ein paar lückenhaften Fehlern, aber es ist eigentlich ganz chillig. Deswegen checkt ihn auf jeden Fall mal auf. Nichtsdestotrotz hat der gute Andi da ein Video zu gemacht und in den Kommentaren war ein regelrechtes Zerfetzen der Fanbases. Denn die einen sagen, ja, das ist total sinnvoll, es macht voll Sinn, dass die zusammenkommen. Ich verstehe gar nicht das Problem dabei. Und die anderen, wo ich mich auch zu zähle, haben dann gesagt, sag mal, seid ihr alle noch ganz bei Verstand? What the fuck? Warum denkt ihr, sollte das funktionieren? Ja, und dieses Video, beziehungsweise alle Videos, die sich mit diesem Thema befassen, halt Maggie und Negan Geschippe, haben mich dazu veranlasst, das jetzt zu machen. Und ich sage mal von vornherein meine Meinung. Ich sehe das nicht. Ich sehe niemals in irgendeiner Zukunft, dass Maggie und Negan ein Paar werden. Das ist für mich so unwahrscheinlich, wie das Karl von den Toten aufersteht. Nichtsdestotrotz kann ich tatsächlich diese Leute, die das unterstützen, ein wenig verstehen. Denn man muss einfach sagen, Schauspieler von Maggie und Negan sind einfach im Privaten und allgemein vor, also hinter der Kamera, so gut und haben eine so geniale Chemie. Auch Maggie und Negan als Charakter in der Serie haben so eine unfassbar gute Chemie, dass man sagen könnte, ja, es ist möglich, dass die sich mal irgendwann doch mal verlieben. Aber an dem Punkt muss ich sagen, kommt dann doch ein bisschen der Realismus-Kick. Wir müssen einfach bedenken, dass Negan der Typ war, der den Mann des ungeborenen Babys von Maggie vor Maggies Augen mit einem Baseballschläger den Kopf mehrfach auf eine unfassbar brutale Weise zertrümmert hat. Dazu kommt, dass dieser Charakter auch im weiteren Verlaufe nach dem, was da passiert ist, nicht wirklich viel Gutes für Maggie und die ganze Truppe halt gemacht hat. Auch wenn er sich nachher gebessert hat und auch wenn Maggie ihm, ich sag mal, nicht verziehen hat, aber ihn zumindest in der Hinsicht so akzeptiert hat, dass er ihn um Hilfe bittet, auch dann ist immer noch im Hinterkopf, er hat Glenn mit einem Baseballschläger den Kopf eingeschlagen. Selbst wenn Maggie ihm das komplett verzeihen würde, wäre da halt immer noch Herschel. Und der wird wahrscheinlich nicht so schnell verzeihen, dass Negan seinen Vater mit einem Baseballschläger den Kopf eingehauen hat. Und ich denke, das sollte mit das größte Hindernis werden. Abgesehen davon hat Negan eine Frau und ein Kind. Auch wenn das in der City nicht wirklich angesprochen wird, beziehungsweise einfach komplett wegignoriert wurde, mehr oder weniger. Es ist einfach so, dass er Familie hat. Das, ja, deswegen in meinen Augen ist es eine Sache der Unmöglichkeit. Ja, ich weiß, es gibt Momente, wo man dann doch sagt, okay, mein Herz ist doch für jemand anderem und ich verlasse meine Familie, bla bla bla, alles möglich. Aber wir müssen hier einfach mal, wie gesagt, festhalten, was er gemacht hat und auf was für eine Art er es gemacht hat. Plus, dass er zu Maggie oder Maggie gegenüber auch erwähnt hat, dass wenn er es wiederholen könnte, er das wieder gemacht hätte und alle getötet hätte, damit er als Gewinner aus dem Ganzen hervorgeht. Du würdest es heute also anders machen. Ja. Ja, wenn ich nochmal die Chance hätte, dann würde ich jeden von euch umbringen.
wenn Maggie auf den Typen irgendwann stehen sollte, dann hat Maggie definitiv ein großes Problem. Wie gesagt, ich verstehe jeden Einzelnen, der sagt, ja, irgendwie die Chemie ist gut, weil die Chemie zwischen beiden ist top. Das ist, wie gesagt, privat verstehen die sich und auch auf der Bühne verstehen sie sich super. Aber nichtsdestotrotz ist es das Unrealistischste dieser Welt, dass die zwei zusammenkommen. Allein dieser Videoausschnitt, wie die sich da küssen, mir drehen sich innerlich die Organe um und ich würde am liebsten mir die Augen auspulen, auch wenn das extrem rübergebracht ist, aber ihr versteht, denke ich mal, warum. Auch das Argument, dass man ihm ja verzeihen könnte und dass Maggie ja Glenn wesentlich kürzer kannte als Negan. Okay, aber Rick kannte auch Okafor und auch, ich habe leider ihren Namen wieder vergessen aus The One to Live, auch wesentlich länger als Michonne. Naja, nichtsdestotrotz liebt er trotzdem Michonne. Das ist ja jetzt nicht so, als würde Liebe aufhören, nur weil sie nicht so lang war oder zu kurz war. Also irgendwie die Argumente von den Leuten, die das verteidigen, sind ziemlich weird. Ich hoffe, dass auf diesem Video sich auch ein paar Leute versammeln, die das verteidigen, weil ihr könnt mir bitte wirklich gerne mal erklären, ganz sachlich, ohne Scheiß, wirklich, warum ihr denkt, dass es wirklich dazu kommen könnte und warum ihr es auch feiern würdet. Weil die eine Sache, dass es dazu kommt, okay, aber sobald das passieren würde, wäre ich mit The Walking Dead durch. Da wäre für mich vorbei. Da würde ich sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das wäre für mich der Untergang. Ich würde quitten. Einfach Alt F4 und raus bin ich. Und das Schlimme ist, das ist ja ein Thema, was jetzt nicht seit kurzem aufgeploppt ist. Das ist ja wirklich seit Anbeginn der Zeit, wo Negan aufgetaucht ist, oder zumindest wo Negan ein, zwei Worte mehr mit Maggie gewechselt hat, gibt es ja dieses Maggie-Negan-Shipping. Und ich frage mich schon immer so, what the fuck, warum? Dann shippe ich eher Negan mit Rick, als dass ich ihn mit Maggie shippe, bin ich ganz ehrlich. Ja, und an dieser Stelle will ich dann auch gleichzeitig nochmal erwähnt haben, ja, auch wenn das Video relativ realistisch, aber gleichzeitig auch sehr, sehr unrealistisch aussieht, also man erkennt halt schon, dass es nicht ein echter Clip ist, aber man könnte es natürlich auch glauben. Glaubt nicht alles, was im Internet ist und vor allem nicht, wenn es momentan mit AI, künstlicher Intelligenz und was weiß ich so durch die Decke geht. Nicht jeder Clip muss real sein. Und jetzt auch, wenn ein Clip auftaucht, wo Daryl Rick wieder sieht, die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passiert, ist ziemlich hoch. Auch wenn man natürlich hier sagen muss, die Dreharbeiten für Dead City sind natürlich schon losgegangen. Das heißt, ein Leak wäre nicht unmöglich. Aber das hier ist halt AI. Es ist künstlich hergestellt worden. Wie gesagt, ziemlich gut, aber deswegen, ne, an der Stelle glaubt doch nicht alles, was ihr seht. Und gleichzeitig will ich auch sagen, natürlich, es ist jedem frei überlassen, was er sich für Theorien oder für Vorstellungen ausmalt. Ne? Ich bin ja auch so einer. Ich mache ja auch sehr, sehr gerne What-Ifs zu The Walking Dead. Auch wenn die komplett an der Realität vorbei sind. Aber hier in der Stelle muss ich sagen, auch wenn das ein gutes What-If wäre, was würde passieren? Weil die Auswirkungen nach außen, sowohl auf Herschel als auch auf alle anderen der Gruppe, die wären schon fatal, wenn Maggie und Negan zusammenkommen würden, weil das wäre einfach nur weird. Aber das ist halt jetzt so fernab, wenn man es denkt, dass es wirklich passiert in der Serie. Das wäre so wirklich einfach nur komisch. Ja, jetzt frage ich euch an der Stelle halt einfach nochmal. Also erstmal, was haltet ihr von diesem Clip? Dachtet ihr vielleicht auch, okay, der ist wirklich ziemlich realistisch? Oder dachtet ihr direkt, okay, das kann ja nur Bullshit sein? Und gleichermaßen, seid ihr für Team Maggie X Negan oder seid ihr dagegen? Seid ihr jemand, der die shippt oder nicht so? Und auch gerne mit Erklärung. Also wenn ihr sagt, nee, die passen nicht zusammen, die sollten niemals zusammen sein, gerne die Erklärung. Und gleichzeitig auch, wenn ihr sagt, ja doch, die passen voll zusammen, irgendwann werden die zusammen sein, auch gerne mit Erklärung. Ich bin wirklich gespannt, auch mal die anderen Sichtweisen zu sehen. Also falls hier wirklich jemand dabei ist, der halt sagt, okay, ich möchte eigentlich, dass die schon zusammen sind. Wie gesagt, gerne mal sachlich erklären. Hier wird keiner geflamed, keiner gehatet. Aber mich würde es wirklich echt mal interessieren. Ja, und mehr wird es in diesem Video tatsächlich auch gar nicht geben. Ich habe ja gesagt, es wollte eigentlich nur ein kürzeres Video werden und ich denke, das ist es auch geworden. Wie gesagt, es sollte einfach mal nur so ein kleiner Aufruf beziehungsweise ein kleines Zeichen sein, sodass, wie ich zu dieser ganzen Thematik stehe, weil das ist ja schon in The Walking Dead ein ziemlich präsentes Thema, dieses Shipping. Und ich wollte einfach auch mal meine Meinung kundtun, dass sie auch mal einfach hier ist und ja, wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch jetzt aber für andere Ideen oder What-Ifs aus dem The Walking Dead-Universum interessiert, dann checkt doch gerne mal diese beiden Videos hier aus. What-Ifs ist eine meiner Lieblingssachen hier auf dem Kanal, muss ich auch wesentlich öfter nochmal machen. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, checkt den Kanal gerne aus. Hier gibt es alles Mögliche rund um The Walking Dead, aber auch um andere Film- und Serienthemen. Wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Abo da, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt möchte ich das Video nicht noch unnötig länger strecken, als es vielleicht sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.